Hallo und herzlich willkommen, liebe Kipuranten. Heute beschäftige ich mich mit Geistererscheinungen in Burgen und Ruinen. Vielen Dank an den YouTuber The Crazy Cookie und an Peso für diese Tipps. Die originalen Videoquellen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Im Januar 2020 hat der gute Peso ein sehr interessantes Geisterfoto entdeckt und Kontakt mit dem Fotografen aufgenommen. Peso bat mich, dieses Video zu analysieren, der Bitte bin ich gerne nachgekommen. Die Videos dazu findest du in der Videobeschreibung und hier oben rechts hinter dem i. Vor einigen Wochen bekam ich dann den Tipp zu diesem Video von The Crazy Cookie geschickt. Der Ersteller der Videos, der TikToker, nennt man die Leute so, keine Ahnung, also der TikToker POV Tommy Soldier ist für seinen seriösen Content bekannt. Kurz darauf veröffentlichte Peso dieses sehr interessante Geisterfoto in einer Ruine und ich versprach, mir auch dieses Mal in Ruhe anzusehen. Doch der Reihe nach. Das erste Video mit dem Titel Das erste echte Geisterfoto ist, wie bereits erwähnt, schon lange erstellt und online. Links sind in der Videobeschreibung und hinter dem i oben rechts. Der Geist sieht sehr stofflich und real aus. Daher kam auch die Vermutung auf, dass dort entweder tatsächlich jemand hergegangen ist oder ein Pappaufsteller bewegt wurde. Wie gesagt, alles weitere in den Videos. Beim zweiten Video, dem Geist in der Burg, musste ich gestehen, dass ich zunächst etwas Schwierigkeiten hatte, den Geist auf dem Video zu finden. Er befindet sich hier oben in diesem Fenster. Dieser Geist sieht ganz und gar nicht so klar und stofflich aus wie im zuvor erwähnten Video. Nun zum Vergleich der dritte Geist in der Ruine. Dieser Geist ist weder so stofflich und klar wie im ersten Video, noch so extrem schemenhaft wie im zweiten Video. Der Geist befindet sich irgendwie zwischen den beiden anderen. So rein stofflich, deutlich oder abstrakt. Das macht die ganze Sache schon sehr interessant. Wie gesagt, das erste Video zum Geist in Schottland ist fertig, also beginnen wir hier mit der Analyse des zweiten Videos, dem Geist in der Burg. Schauen wir uns doch das Video einmal kommentarlos an. Habt ihr den Geist gesehen? Wie gesagt, ich hatte auch so meine Probleme. Hier in diesem Fenster soll er sein. Schauen wir doch mal etwas genauer in dieses Fenster hinein. Hier auf dem Standbild kann man den Geist erkennen, um den es geht. Man kann hier ein Gesicht erkennen und auf einem weiteren Standbild ebenfalls. Man kann sogar hier einen Körper sehen. Und wenn man noch etwas sucht, dann findet man weitere Gesichter. Wie dieses hier oder auch dieses hier. Bei solchen Ergebnissen ist für mich eigentlich schon klar, um was es sich handelt, nämlich um Pareidolie. Die Gesichter und Körper entstehen nur in unserem Gehirn, da es nach bekannten Mustern sucht. Ursprünglich handelt es sich allerdings nur um Licht- und Schattenspiele, um Kompressionsartefakte, um Muster an den Wänden und so weiter, aus denen unser Gehirn dann diese Gesichter zaubert. Diese Erscheinung zeigt genau dies und hat nichts mit einem Geist zu tun. Außerdem passt die Größe des Geistergesichtes auch nicht zu den anderen Personen auf dem Film. Wenn man lange genug sucht, findet man bestimmt noch mehr solche Geister in der Aufnahme von der Burg.
Das Video ist zweicht, der Geist allerdings nur eine Imagination unseres Gehirns. Schauen wir uns das letzte Bild an, welches Peso zuerst entdeckt hat. Hier sieht man eindeutig eine Person hinter dem Fenster, viel deutlicher als in der Pareidolie zuvor, aber nicht so fotorealistisch wie im ersten Bild, welches mir Peso vor einiger Zeit geschickt hat. Das Foto hier hat auch noch eine Besonderheit. Es ist im Ursprung nicht digital, sondern mit einer analogen Kamera aufgenommen worden. Das Negativ wurde eingescannt und auch im Negativ ist diese Gestalt zu erkennen. Klar könnte man beides fälschen, insbesondere wenn es digital weitergeleitet wird, aber ich unterstelle hier mal keinen böswilligen Fake. Wer genaueres zum Foto wissen möchte, oben rechts unter dem i verbirgt sich der Link zu dem Video von Peso. Ebenfalls findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Ich bleibe mal bei der Analyse des Fotos, die Geschichte, wie es entstanden ist und so weiter, bitte bei Peso ansehen. Hinter diesem Fenster ist eindeutig eine Gestalt zu erkennen. Ich habe mir mal das Negativ des Bildes vorgenommen und daraus mit einigen Einstellungen selber ein Positiv gemacht. Das Negativ passt schon mal eindeutig zum Positiv. Mein Positivbild ist zwar nicht so knackig scharf, das kommt natürlich vom Einscannen des Negatives, aber die Gestalt ist sogar teilweise deutlicher zu erkennen. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Fotograf ausgesagt hat, dass sich zur Zeit des Fotos niemand in der Hütte aufgehalten hat. Im Prinzip gibt es nur 5 Möglichkeiten. Erstens, das Foto und das Negativ sind ein Fake, dann sind sie gut gemacht. Ich kann hier aber nichts erkennen, was auf einen Fake hindeutet. Zweitens, es stand tatsächlich jemand hinter dem Fenster und das Bild wurde gestellt. Oder es stand jemand Fremdes hinter dem Fenster und er wurde bei der Aufnahme nicht wahrgenommen. Dafür ist mir die Gestalt allerdings nicht deutlich genug. Sie wirkt schon etwas schemenhaft. Drittens, eine Doppelbelichtung, ob nun beabsichtigt oder nicht, könnte theoretisch auch noch sein. Bei einer analogen Doppelbelichtung, die durchaus möglich ist und war, wird die Filmrolle nicht weiter transportiert und 2 Aufnahmen auf demselben Negativ gemacht. Technisch kommt es dann aber zu 2 Bildern, die übereinander liegen. Das ist eigentlich immer zu sehen. Dann müsste nicht nur die Gestalt zu sehen sein, sondern auch noch die Umgebung, in der sich diese Gestalt aufgehalten hat, also die Kneipe oder was auch immer. Diese Bildreste würde man im dunklen Bereich des Bildes sehen müssen. Das kann ich hier nicht erkennen. Klar könnte man das auch zuvor maskieren und so weiter, aber der Aufwand wäre viel zu groß für ein solches Foto. Eine Doppelbelichtung schließe ich daher aus. Viertens. Hier ist tatsächlich die erste Aufnahme eines Geistes auf analogem Filmmaterial gelungen. Fünftens. Trotz der deutlichen Gestalt, dem deutlichen Gesicht und sogar den sichtbaren Augen handelt es sich auch bei diesem Foto nur um Pareidolie. Das Dunkle ist kein Kleidungsstück, sondern einfach nur ein Schatten. Das Gesicht und die Augen sind auch nur ein Spiel aus Licht und Schatten. Wie schon erwähnt, unser Gehirn sucht krampfhaft nach Strukturen, die es kennt, und lässt Dinge erscheinen, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Konzentrieren wir uns mal auf diesen Bereich. Ist nicht auch hier ein Gesicht zu sehen? Ich zeichne es mal mit der Maus nach. Oder hier. Beißt hier nicht noch jemand in seinen Hals? Ich habe eine ausgeprägte Pareidolie, dessen bin ich mir bewusst, und einige sehen diese Gestalten wahrscheinlich nicht, auch wenn ich sie nachzeichne. Eine Möglichkeit hatte ich zuvor schon ausgeschlossen, aber lieber Peso, es bleibt nicht nur die eine sichere Lösung übrig. Wer daran glaubt, kann hier tatsächlich einen Geist sehen, ich kann es nicht widerlegen. Wer an einen böswilligen Fake glaubt, dem kann ich es auch nicht widerlegen. Ich persönlich glaube allerdings, und da ich keine hundertprozentige Analyse zustande gebracht habe, muss ich bei meinem Glauben oder meiner Überzeugung bleiben. Also ich vermute, was die meisten wohl nicht vermuten würden, ich gehe tatsächlich von einer Pareidolie aus. Es ist aber, das muss ich zugeben, die beste Pareidolie, die ich je gesehen habe. So, nun bin ich auf eure Lösungen und Meinungen gespannt. Wie ihr wisst, bin ich zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren gerne bereit. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner.